Der Bramfelder SV befindet sich aktuell auf den Spuren des Doubles. Nachdem man die Regionalligameisterschaft am letzten Spieltag hat klar machen können, geht's also jetzt gegen den FC St. Pauli im Frauenpokalfinale der Stadt Hamburg. Bei dieser Operation Pokalsieg sollte vor allen Dingen sie von großer Wichtigkeit sein. Sophia Hassan mit 10 Treffern ist die Top-Torjägerin der Bramfelder und stellt damit einen wesentlichen Bestandteil des Ligaerfolges dar. St. Pauli mit reichlicher Unterstützung von den Rängen schon mal auf dieser Seite in der Überzahl und sie spielen auch in den braunen Trikots von rechts nach links. Und es gab gleich den ersten dicken Fehler. Wir befinden uns gerade in der dritten Minute und das erste kleine Warnsignal von Sophia Hassam. Das sollte einen groben Vorgeschmack geben auf das, was St. Pauli in der Folge erwarten sollte. 14. Minute, langer Schlag von Schimpf und in der Mitte taucht wir unter und dann streichelt Dalina Saalmüller den Ball ins Tor. 14. Minute, die Führung für den BSV. Ein ganz einfacher Treffer, ein langer Ball. Dann taucht wir unter dem Ball hindurch und dann streichelt sie den letztlich an Torhüterin Tara Zimmermann vorbei, die auch hier nicht gut aussieht. Da muss sie tendenziell entschlossener rauskommen oder gleich im Tor bleiben. Nur wenige Augenblicke später, St. Pauli mit der möglichen Antwort und mit dem Ausgleich. 1:1. Handgestoppte 71 Sekunden braucht es für die postwendende Antwort von Linda Selami. Genauso hat sich das Pauli vorgestellt. Cindy Gruber, die gerade 17-jährige Torhüterin, kommt hier raus. Unter normalen Umständen sollte sie diesen Ball dann haben. In der Folge neutralisierte sich das Spiel in der ersten Halbzeit. Dieser Kopfball war dann das einzig Nennenswerte, was es aus dem ersten Durchgang zu berichten gab. Hassam tauchte nach der Aktion zu Beginn des Spiels so ein bisschen ab. Und die zweite Hälfte startete mit einem Knall für den FC St. Pauli. Abwehrchefin Lea Lübcke, die mit die meisten Spiele in dieser Saison für die Kiezkickerin bestritten hat, bleibt hier hängen und musste somit verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Danach war vor allem der BSV über Standards gefährlich. Diese Ecke, wieder sieht Zimmermann nicht gut aus. Und das ist die nächste Gelegenheit für den BSV. Der Abschluss letztlich nicht gut genug von Schimpf, die Vorlage gegeben hatte zum 1:0. Die nächste Ecke nur kurze Zeit später. Ähnliche Ausgangskonstellation. Diesmal kommt wieder die starke Schimpf an den Ball. Aber Zimmermann letztlich sicher. 60. Minute. Das ist Dalina Saalmüller, die Torschützin, setzt sich durch auf der rechten Seite und da ist die Möglichkeit in der Mitte und das 2:1. Was für ein Tor von Sophia Hassam im Stile einer echten Torjägerin. Geht sie da mit dem Schienbein voran und macht das Tor auf kuriose Art und Weise, lümmelt den über die Linie. Das sehen wir hier in der Verlangsamung, toll durchgesetzt auf den Außen von Dalina Saalmüller und dann in der Mitte mit dem Schienbein voran macht sie den rein. In der Folge St. Pauli ein bisschen geschockt. Sie brachten nicht mehr viel auf den Platz. Das ist das Einzige, was sie noch zu bieten hatten. Ein großes Aufbäumen gab es in der Folge nicht mehr. Und somit war es dann nach 90 Minuten und 7 Minuten Nachspielzeit endgültig vorbei. Der Bramfelder SV setzt sich schlussendlich hochverdient mit 2:1 gegen den FC St. Pauli durch. Durch die Tore von Dalina Saalmüller und Sophia Hassam krönt man also eine ohnehin schon überragende Saison. Nach der Regionalliga-Meisterschaft gibt es jetzt also auch noch den Pokal. In diesen Momenten des Fußballs sind Freud und Leid enger Begleiter auf der einen Seite, die jubelnden Bramfelder auf der anderen Seite, die trauernden Kiezkickerinnen vom FC St. Pauli, die ohne Zweifel ein großes Spiel hier und heute gemacht haben und dementsprechend auch den verdienten Applaus sich haben abholen können von ihren eigenen mitgereisten Fans, die über die 90 Minuten hinweg eine tolle Stimmung verbreitet haben. Letztlich kam der Sieger jedoch aus Bramfeld und schlussendlich verdient gab es dann den Pokal.